Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Nummer 5. Mein einziger Ehrgeiz im Leben ist, unsichtbar zu sein. Ups, sorry, ich hab dich gar nicht gesehen. Und darin bin ich gut. Deine Großmutter hat angerufen. Sie hat doch noch nie angerufen. Was wollte sie denn? Ich bin hier mit meiner Großmutter verabredet. Verlassen Sie den Rast! Ich bin Königin von Genovien. Und du Prinzessin. Oh, warte, stopp! Ich? Eine Prinzessin? Zurückspulen! Ich werde dir zeigen, wie man geht, spricht, sitzt wie eine echte Prinzessin. Welche Tänze können Sie? Möge das Werk beginnen. Viel besser. Da ist sie, seht ihr? Prinzessin? Seht her, wir versuchen uns anzupassen. Hä? Ich habe keine Lust, mein Land zu regieren. Ich will nur die 10. Klasse schaffen. Du, eine Prinzessin, das ist ja ein Wunder. Wow. Erleben Sie die Krönung. Du hast mich gesehen, als ich unsichtbar war. Genovien hat eine neue Prinzessin. Plötzlich Prinzessin. Nummer 4. Ich bin zurück! Wo warst du, Kind? Ich bin sehr müde. Margaret! Wo ist deine Schwester? Der Krieg gegen Deutschland ist zu Ende. Heute feiert Europa seinen Sieg. Heute ist doch ein ganz besonderer Tag und seit 6 Jahren leben wir hier quasi wie in einem Kloster. Lilibet und ich wollen uns um das Volk mischen. Das können wir nicht zulassen. Eines Tages, Elizabeth, wirst du Königin sein. Das weiß ich, Mami, aber Margaret und ich haben auch ein Recht zu feiern. Lass sie gehen. Das ist vielleicht eure einzige Chance im Leben. Wir gehen aus. Inkognito. Wäre das Diadem nicht etwas zu verräterisch, Ma'am? Ja. Captain Price und Lieutenant Burridge werden eure Aufpasser sein. Unsere Aufpasser? Sie begleiten euch zum Ritz und weichen euch nicht von der Seite. Hey. Gönnen wir uns ein kleines Schlückchen, Sir. Zwei, bitte. Komm, Lilibet! Margaret! Wie hält man denn den Bus an? Einfach drücken. Lizzie. Jack, wohin jetzt? Zur Chelsea-Kaserne? Trafalgar Square? Soho? Cheers! Heute Abend haben wir das Sagen. Wir könnten tanzen gehen. Hallo? Mami wird stinkwütend sein. Wo sind Sie? Wir müssen einen Suchtrupp losschicken. Lassen Sie ihn sofort los! Wer sind Sie denn? Prinzessin Elizabeth! Prinzessin? Sie haben mich die ganze Nacht belogen. Heute hat es niemanden interessiert, wer ich wirklich bin. Ohne Sie hätte ich niemals die Möglichkeit gehabt, ein ganz gewöhnliches Mädchen zu sein. In der außergewöhnlichsten Nacht meines Lebens. Lilibet wird auf Sie Acht geben. Das hoffe ich. Ich dachte immer, eine Prinzessin hat alles, was man sich so wünscht. Was ist, wenn ich mir was ganz anderes wünsche? Ich frage mich, ob die Menschen schon begriffen haben, was für eine ganz andere Welt sie erwartet. Lilibets Welt. Nummer 3. Of all the classic Disney stories, of all the miraculous adventures, of all the magical tales, there has never been anything like Enchanted. Because no other story has ever taken you Edward, we need help! To a land as strange and terrifying as ours. Oh my. I was wondering if one of you might direct me to the castle. Watch it, will you? Grumpy. Nobody's been very nice to me. Yeah, well, welcome to New York. Thank you. This is how I will rescue you! Now. Who's gonna rescue me? My
I seek a beautiful girl. I'd like to find one of them too, you know? Their world and our world... I think she may be a real princess. ...are about to collide. All right, everyone, let's tidy things up. Oh, my God. And nothing will ever be the same. How does she know? Don't sing. It's okay. You know, let's just walk. One ordinary man will have to get them back home before time runs out. Magic Mirror, I beg you. Tell me where she is. Reporting from 116th and Broadway. 116th and Broadway. Thank you, Mirror. Walt Disney Pictures presents... You've met your match, foul beast! Are you crazy? Nobody stabs my bus! Don't you run away from me, crazy tight wear! Enchanted. Giselle! Nummer 2. She's a princess. She's beautiful. And confidentially, she's a pixie. One night, she's the guest of honor at a glittering state reception. And the very next night... You have my permission to withdraw. Thank you very much. How did this cute little surprise package wind up in Greg's apartment? That's what he's wondering, too. And wait till you see the princess let her hair down, with a whole army turning Rome upside down to find her. Joe, we can't go running around town with a hot princess. You want in on this deal, or don't you? And what a deal it is when the princess starts giving Greg the royal runaround. So come along, share their gay and giddy holiday, because all the things happen to them that you'd always hope for on the happiest day of your life. Share the fun as the princess comes face to face with the kind of characters she never bumped into before. Share the glory of a romance as radiant as the Roman moonlight. And share the excitement of the wildest escapade that ever set the Eternal City on its ear. Nummer 1. Grandfather's here. Mom, can't you tell me I'm sick? He'll pinch my cheek. I hate that. Maybe he won't. Hey, how's the sickie? Huh? I brought you a special present. What is it? It was the book my father used to read to me when I was sick, and I used to read it to your father. And today, I'm going to read it to you. It was a time when life didn't seem so complicated. Marriage is what brings us together today. What? 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 I'm killing myself once we reach the honeymoon suite. Wouldn't that be nice? A courtly age of gentle conversation. I will always come for you. But how can you be sure? This is true love. Oh, no. Is this a kissing book? No. Actually, there was a lot of treachery, peril, and revenge. Prepare to die. Never go in against the Sicilian when death is on the line! There were affairs of state. But I've got my country's 500th anniversary to plan, my wedding to arrange, my wife to murder, and Gilda to frame for it. I'm swamped. And affairs of the heart. My Wesley will always come for me. Your Wesley is dead. I've seen worse. Bye-bye, boy! Have
fun storming the castle. It's more than dirty. What's the difference? We've got him. Think it'll work? It would take a miracle. Bye-bye. It's a story of love. A tale of adventure. It's as real as the feelings you feel. You're kissing again. Someday you may not mind so much. The Princess Bride. Not just your basic, average, everyday, ordinary, run-of-the-mill, ho-hum fairy tale. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.